30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Ja, und damit willkommen zur Resident Evil Chainsaw Demo. Resident Evil 4. Endlich ist Leon zurück, ja. Gut. 6 Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen. Einem beispiellosen, von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Kapitel 1. Da ist er, Leon. Den Polizisten suchen. Ich bin doch der Polizist. Ey, der hat längere Haare als in Teil 2. Der sieht ein bisschen böse aus. Polizia. Haben wir schon Waffen? Ey, warum geht's da nicht lang? Oh, die Kamera gefällt mir hier nicht so. Könnte mal vielleicht die Mausempfindlichkeit erhöhen. Ist ja nur Grafik eingestellt und Audio war auch sehr laut, aber guck mal. Ja, wobei es geht eigentlich. Audio geht. Kamera. Ich hab keine Kontrolle. Ach egal. Nur beim Controller. So hier, Maus. Ja, besser. Oder? Ja, es geht schon, passt schon. Ach, generell muss ich mal die Steuerung anschauen, wie das funktioniert. Für Tori ist da, glaube ich, besser. Okay. Oh, Leon wird wohl zum Kampfsportler. Messer den Todesstoß. Um sich schnell umzudrehen. Ah, nicht schlecht. Außer ich verkack's mal und tipp aus Versehen noch Kuh. Ist da ein bisschen belastend. Ich hätte auch gern eine Waffe. Also ich habe eine, aber Leon will sie irgendwie nicht einsetzen. Keine Ahnung, ob ich mich ducken kann oder nicht. Wie weit ist er denn gegangen? Sehr weit. Oh, der Synchronsprecher gefällt mir schon mal. Hier kann man sich ducken. OP ist Pause.
Naja, wir testen mal alles aus. PM ist doch nicht mehr, wie ich gedacht hätte, aber egal. Was sind denn das alles für Geräusche? Ja, ich zock auch gerade Resident Evil, das Original, also HD Remaster vom PC. Und da finde ich echt, die Kamera ist absolut kacke. Bäh. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Ja, ich habe überlegt, spielst du mit Controller oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Weil das Zielen ohne Controller einfach viel einfacher ist mit Maus und Tastatur. Okay. Ich habe so ein bisschen Schiss jetzt. Es ist ja eigentlich ein Horrorspiel. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob man speichern kann oder nicht, weil es ja nur eine Demo ist. Aber ich freue mich schon auf das Spiel. Kommt, glaube ich, am 23. März raus, also in 11 Tagen. Vorbestellt ist es schon. Ich habe mir die Deluxe Edition geholt. Ich werde nur ab und zu mal cheaten, weil da kann man, glaube ich, hat man eine Karte und da sieht man, wo Waffen sind. Waffen finden. Und ich will alle Waffen finden. Mal gucken, weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt mal die Tür auf. Oh Gott, ich habe jetzt schon Schiss. Aber es hat gespeichert, das ist gut. Guten Tag. Gott. Jemand zu Hause? Ja. Wer war das gerade mit der Tür? Okay. Gut. Wo ist die Göre? Ich muss sie doch retten. Ja, mach mal ruhig die Tür zu. Ah ja. Hui. Bin ich auch. Ey. Ach so. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Okay. Ja. Ja. Mit der Maus kann man halt auch so drehen. Das ist interessant. Okay. Gut. Oh Gott. Was für ein Urteil. Und warum mussten die Präsidententochter entführen? Langer Gang, das heißt nichts Gutes. Sag mal, konnte man hier schon Sachen finden? Warum habe ich denn keine Map, ey? Ist richtig belastend. Habt ihr das auch gehört? Instead in Viveremos Koftigo. Ach, keine Ahnung. Brauchen Schlüssel. Auch gut. Ich weiß nicht, wie groß diese Demo ist und wie lang sie gehen wird, aber ich hoffe mal, dass ich es in 2 Parts schaffen werde. Oh, Bärenfallen. Und die Sequenz immer entspannt. Oh.
sorry, dass ich so reinplatze. Spanisch lernen? Mario Fernandez. Mir auch nicht. Schlüssel zur Jagdhütte. Wir hätten lieber nochmal drauf schießen, Leon. Nice Waffe. Boah, wie das riecht. Das würde ich nicht essen. Okay, beim Ziehen ist es so ein bisschen langsamer. Lecker. Weiß noch nicht. Manchmal ein bisschen so. Sichtfeld. Sichtfeld, Schmichtfeld, sag ich immer. Okay, ziehen ist jetzt besser und so generell auch. Wir müssen ja nicht so viel sehen, Leute. Polizeimarke, Nationales Polizeikorps, Mario Fernandez Castano, Polizeibeamter. Mario, warum? Was kommt hier der neue Mario-Film raus? Da freue ich mich schon. Warum habe ich eigentlich nur 10 Schuss, Leon? Was hast du gemacht mit dem restlichen Schuss? Benutzen. Ja, keine Ahnung was. Oh, endlich deine Taschenlampe. Oh, ich finde das immer so geil, wenn das so zielt. Die Taschenlampe. Okay, große Streuung, wenn wir laufen und schießen. Also beim Laufen schießen. Die Taschenhütte wollte ich schon sagen. Die Taschenlampe ist klein. Okay. Guten Tag, ist da jemand? Hallo? Hey! Oh fuck. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich habe irgendwie voll Schiss gerade. Was kommt gleich auf mich zu? Was war das? Auf der Treppe ist ein guter Ort. Nicht dein Ernst. Fuck. Mein Messer. Das ist nicht mehr witzig. Scheiße, Alter.
Kann man das wieder schärfen? Ich würde jetzt auf Nummer sicher gehen einmal. Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Da haben wir wieder richtig Lust von mir. Ah, Karte kann ich jetzt verwenden. Okay. Zielorte, okay. Heißt das Rote jetzt, dass ich was nicht gefunden habe? Ja, wäre es belastend. Mit hier, okay, kann man da wechseln. Okay, wir haben noch 5 Schuss. Ist nicht so viel. Kommt doch gleich einer. Alter, das ist wirklich ein schlimmes Spiel. Vorsichtig. Wo geht's hier raus, Mann? Der ging's hoch? Okay, wir... Ah, scheiße, bin ich dumm. Wir haben gar keinen Schuss mehr jetzt. Mein Messer ist auch schon sehr stark abgewetzt jetzt. Und. Okay. Oh Gott. Ja gut. Das war schon mal der Anfang. In der nächsten... Also ich mach 2 Parts aus. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Chainsaw Demo. Wir haben zum Glück gespeichert gerade. Es wird mir langsam zu viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao.